Hallo ihr Lieben, hier bin ich wieder von unserer Terrassenküche und voller Stolz präsentiere ich euch heute unsere erste Sache in unserem Shop. Der ist jetzt eröffnet. Das ist eine wunderbare Schürze, ganz tolles Material, muss ich sagen, mit zwei Taschen. Da könnt ihr euren Flaschenöffner oder frag mich irgendwas reintun mit meinem, so schreibe ich meinen Namen. Hat eine gute Länge. Man kann dieses hier natürlich verstellen. Es ist gut stabil. Das gefällt mir an der Schürze, Martin. Die ist gut stabil. Hat auch gute Bänder. Sehr gute Bänder. Und die könnt ihr ab jetzt bei uns im Shop bestellen. Wir haben auch zwei Becher drin. Und das ist nur der Anfang. Da kommen noch ganz viele Überraschungen. Ich werde die jetzt aber ablegen, denn ich möchte dieses Vorzeige-Exemplar nicht jetzt bekleckern. Das wäre zu traurig. Die kommt in Bilderrahmen und wird an die Wand genagelt. Oh, Martin. Vorsichtig falten, bitte. Also, mir ist nach... Also, wenn ihr jetzt ganz doll knallen hört, das sind alles Kastanien. Und es ist sehr windig und jedes Mal... Hier sind nur Kastanienbäume und jedes Mal, wenn der Wind hier durchpfeift, macht es knall, knall, knall. Und jedes Mal kriegt mein Auto eine neue Beule. So what? Ich gucke schon nicht mehr hin. Was soll ich machen? Wir kümmern uns heute um Kohl. Mir ist nämlich, wie gesagt, so kohlherbstlich. Ich mache etwas Öl. Ich mache euch jetzt mal einen, ich nenne es mal, sehr kalorienarmes Essen. Und mein jüngster Sohn, ich will das auch richtig zitieren, hatte vorgestern so einen kleinen melancholischen und dann hat er zu mir gesagt, fühlst du dich nicht wohl, koch dir einen Kohl. Und dann hat er sich ein Kohlgericht gekocht und hat mir ein Foto geschickt davon und sagt, er hätte plötzlich wieder super gute Laune gehabt. Martin, das ist eine wahre Geschichte. Ja. Das hat dein Bruder gemacht. Ja, er hat gesagt, Basti, ich werde dich zitieren. Er hat gesagt, nur zu. Es entspricht voll der Wahrheit. So. Wir machen jetzt genau das, was er gemacht hat. Es ist auch sehr windig heute, so ganz nebenbei. Es ist wahnsinnig windig, ne? Ja. Also meine Frisur, ja, ist... Also der Herbst hat gesagt, ich lasse euch die Sonne, aber ich gebe euch den Wind. Ja, aber ist egal, wir kommen durch. Ich habe nur ein bisschen Fluddelhaare. So. Das ist... Also wenn ich es jetzt so mache, wie Sebastian es wollte, ja? Soll ich es fleischlos machen, Martin? Er hat es fleischlos gemacht. Ich mach's kann aber mit auch Fleisch. Mit Fleisch. Mach mit Fleisch. Mit Fleisch? Ja. Denn du musst das jetzt essen. Wunderbar. Zwiebel, Ingwer, Knoblauch, Chili. Ich habe das alles in der Küche heute geschnitten, weil hier fliegt mir buchstäblich, oh Gott, tatsächlich, die Zwiebel vom Teller. Hast du das Ding angemacht? Ja. Ja, super. Ich höre dieses Knistern nicht. Habe ich. Während ich jetzt gerade von einer... Oh, Martin. Das war eine große. Das war eine große Beule. Während ich hier von einer Passantin verbal sehr lange beschäftigt wurde und hier auf dieser Seite ein Handwerker sägte, habe ich in diese Hackfleisch, Ingwer, Chili, Zwiebel Sache etwas Brühe verschüttet, die ich gestern gekocht habe, die ist richtig gut und das wird jetzt etwas schmurgeln. Genau, ich habe ein ganzes kleines Abteilchen vom Film rausgeschnitten, weil es doch sehr lang ging, die Konversation. Ja. Meinst du das Gespräch mit der Dame? Das Gespräch mit der Dame und das Segen des Handwerkers. Ja, war länger als wir dachten. So, ja. Spitzkohl. Spitzkohl könnt ihr roh essen. Das müsst ihr dann nur mit etwas Salz kneten. So ein bisschen stehen lassen, dann ist das ein wunderbarer Salat. Ich koche ihn aber gern. Ich schneide ihn einfach so in dünne Scheibchen. Der braucht nur ein paar Minuten. Der braucht überhaupt nicht viel. Ist wahnsinnig gesund. Martin, weißt du das? Ja. Dass Kohl sehr gesund ist. Ja, Kohl ist, glaube ich, das einzige Gemüse, was während man es kocht, oder während man es einmacht, irgendwie an Vitamine zunimmt. Ich weiß zwar nicht, wie das funktionieren soll, aber es scheint so zu sein. Es scheint so zu sein.
Komm noch mal ganz kurz auf diesen Salatzeug. Also du nimmst Kohl und du reibst, du knetest ihn mit Salat. Also ich schneide das so, wie ich das eben gemacht habe, tu das in eine Glasschüssel, bestreue das mit etwas Salz, nicht Berge, knete das so mit den Händen, mach einen Deckel drauf und stell das mal eine Stunde zur Seite. Mhm. Und dann hat sich dieser Kohl so, ist er so weich geworden und das ist Salat. Herrlich. Salat. Muss ich ehrlich gesagt mal probieren, habe ich noch nicht. Hast du das noch nie gemacht? Nein, noch nie. Martin, das haben wir schon gefilmt. Ja, es kann sein. Das heißt ja nicht, dass ich es dann automatisch immer gleich mache. So, jetzt, das geht jetzt ganz schnell, dieses Gericht. Die kleine Kamera fängt das ein, ne? Ja, die fängt das wunderbar ein, so dann einigermaßen. Zeige ich euch nämlich, was ich jetzt mache. Ich lege jetzt hier, das habe ich... Oh! Also gleich steht sich ein Sturzhelm auf. Das ist wie Krieg, ne? Ja, du ist gleich zieh, das ist so Legoland-Krieg. Ja. So, hier lege ich jetzt Birnen und Äpfel drauf. Das ist, geht so schnell, das Gericht. Äpfel drauf. Martin, hier für deine Gesundheit. Danke, das Mutter. Ein Stück rohen Apfel. Danke, Mutter. Merkst du, wie deine Mutter für dich sorgt? Ja. Ne? Jetzt kommt's, was wieder die Sache originell macht. Einige Trauben drüber. Das sind jetzt alles Herbstdinge. Die Trauben, das werden ja auch im Herbst geerntet. Und diese Süße zu dem Kohl von den Trauben ist göttlich. Du meinst, mein Bruder hat Äpfel und Trauben dazu getan? Äpfel, Birnen und Trauben. Interessant. Jetzt Pfeffer. Und ich warne euch im Voraus, hier werden keine Kartoffeln zugegessen. Das ist ein Gericht, das muss man eigentlich so aus dem Topf essen. Eigentlich darf man das gar nicht auf den Teller tun. Ich würze auch nicht, weil die Brühe ist sehr würzig. Ich tue jetzt nur noch etwas Majoran drüber. Wir müssen sagen, was du gemacht hast, woher du die Brühe hast, weshalb sie so kräftig ist, oder? Das kann ich ganz schnell erzählen, während der Deckel hier drauf ist. Ja. Also, das ist folgendermaßen. Das zeige ich aber auch noch mal in einem anderen Film. Martin, ich habe eine Beinscheibe genommen. Das sind solche großen Dinger, so hoch ungefähr. Beinscheibe vom Rind. Und weil ich nicht Riesenberge Rindfleisch haben wollte. Und zwei Stück hatte ich davon. Dann habe ich etwas Wurzelgemüse dazu gemacht. Dann habe ich das 2 Stunden köcheln lassen, sogar 2,5. Habe eine angebratene, schwarz gewordene Zwiebel da noch mit reingemacht, damit diese wunderbare Farbe entsteht. Mhm. Das kommt durch diese angebrannte Zwiebel. Mehr ist das nicht. Und dann habe ich das durchgesiebt. Herrlich. Und das ist einfach, da habe ich von Petersilienwurzel bis Knollensellerie bis alles, was ich so hatte, reingemacht, köcheln lassen. Fertig. Sternanis, Pfefferkörner, Nelke, Lorbeer, Wacholder, alles hinein. Wacholder kurz angeschlagen. Einmal so, die Pfefferkörner natürlich auch. Und fertig. Macht eine wunderbare Brühe, ganz potent. Mhm. So, das ist jetzt eigentlich fertig, Leute. Martin, wie soll ich das jetzt mal servieren? Ich dachte, du hast ein Tellerchen geholt. Ja, das ist so schade, dass ich das auseinandernehmen muss. Musst du auch nicht. Du kannst es da drin stehen lassen und wir zeigen es nochmal prominent. Warte, dann möchte ich doch nochmal kurz diese Äpfel und Birnen anstechen. Ja. Weil wenn die noch können, dann kannst du das Buch einfach vorstellen. Nein, die müssen noch ein bisschen. Ich habe mich vertan. Es ist diese Birne, dieser Apfel... Und diese Trauben. Und dann dieser verhältnismäßig neutral schmeckende Kohl, was so köstlich ist. Und dieses bisschen Brühe. Ich habe deinen Bruder gefragt, machst du da nicht noch einen Löffel Schmand oben drauf, wenn du das so isst? Er isst es ja ohne Kartoffeln. Ja. Das geht bei ihm unter eine leichte Mahlzeit. Mhm. Und da hat er gesagt, nee, manchmal macht er noch so einen Joghurtkringel drauf. Oh ja. Aber nur, wenn er es gerade hat. James R. Doty, ein in Amerika sehr berühmter
Arzt, der sehr wohlhabend geworden ist und sehr viel Wohltätigkeitssachen gespendet hat. Und ein ganz enger Freund vom Dalai Lama ist, der auch für den Dalai Lama arbeitet, beziehungsweise ihn, mit ihm zusammenarbeitet, sagen wir mal so. Also das sind ganz enge Freunde. Der schreibt, es ist eine wahre Geschichte. Und zwar ist er in ganz schlechten Verhältnissen groß geworden. Immer so ein bisschen jammerig. Ich komme aus dem armen Dings. Und dann ist er einer Frau begegnet und die hat ihm 4 Regeln fürs Leben gegeben. Wie er da rauskommt, man kann selber sein Leben mitbestimmen. Man muss nicht alles über sich ergehen lassen. 3 Regeln hat er super befolgt. Und die 4. Regel, weil alles so wunderbar lief. Er hat studiert und ist aus der Armut rausgekommen und so. Und bei der 4. Regel, da hat er ein bisschen versagt. Er hatte vergessen, etwas für andere Menschen zu tun. Er tat nur noch für sich selber. Das ist so ein bisschen die Quintessenz des Buches. Und da ist er aufgewacht. Und da hat er wirklich erst angefangen zu lernen. Das ist eine wahre Geschichte, sehr anrührend geschrieben. Es ist ein sogenanntes Mutmacherbuch. Ich nenne es ein Mutmacherbuch, weil einer sich nicht damit abfindet, dass er in nicht so tollen Umständen geboren ist. Empfehle ich euch. Und jetzt empfehle ich euch dieses Gericht. Ich werde noch mal kurz... Yep. Soll ich es mal hier oben drauf stellen, dann ja, kannst du es besser sehen. Ja? Mhm. Sieht das gut aus? Also das wird so gegessen. Das ist jetzt ganz butterweich, aber hat noch ein bisschen, ne, ein bisschen, wie nennt man das, Biss. So, ihr Lieben, ein schnelles Herbstgericht, was ich toll finde, von meinem jüngsten Sohn kreiert. Ein leichtes Gericht, ohne Kartoffeln, wie gesagt, er isst es ohne Kartoffeln. Ihr könnt euch natürlich Kartoffeln dazu machen. Und ihr könnt auch das Fleisch weglassen, wenn ihr wollt. So, bis zum nächsten Mal. Denkt an diese wunderbare Schürze. Abonniert uns, seid uns wohlgesonnen und seid bitte nächstes Mal wieder da. Ich zähle hier durch, ist das klar? Tschüss.